Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video möchte ich euch mal einige meiner Blockflöten vorstellen, um genau zu sein, meine hochbarocken Altblockflöten. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch normalerweise Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Diesmal zeige ich euch meine Flöten. Ja, inzwischen wurde schon vielfach der Wunsch an mich herangetragen, ich soll doch mal meine Blockflötensammlung zeigen im Video. Das mache ich total gerne natürlich und hoffe, dass euch das ein bisschen Unterhaltung bringt. Ursprünglich wollte ich jetzt ein Video machen, in dem ich alle meine Blockflöten vorstelle. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich zu einigen so viel zu erzählen habe, dass das ein Riesenvideo werden würde, was kein Mensch sich wahrscheinlich anguckt. Deshalb möchte ich es heute beschränken auf meine Altblockflöten nach hochbarocken Modell. Also die Altblockflöten aus dem Hochbarock in 415 Hertz und die in 440 Hertz. Ich muss dazu sagen, nicht alle Blockflöten, die hier stehen und die ich euch zeige, die gehören mir auch so richtig. Es sind auch noch welche von meinen Töchtern dabei, aber dazu mehr. Also zuallererst mal die, die ich jetzt in der Hand habe, die ihr auch auf ganz vielen Videos von mir seht bzw. hören könnt. Das ist eine Altblockflöte in 415 Hertz, also in der sogenannten tiefen Stimmung oder auch Barockstimmung. Und die ist gebaut von Ralf Ehlert. Und das ist ein Modell nach Denner. Ich liebe Ralf Ehlert Flöten, die sind einfach sehr, sehr gut, sind sehr allround tauglich. Sie spielen in der Tiefe schön, in der Höhe schön, sie sprechen überall gut an. Sie sind super sauber gestimmt und ja, jetzt muss ich eigentlich gesponsert werden von dem Ralf. Auf jeden Fall, ja, bin ich sehr glücklich mit dieser Flöte und ich habe zu der Flöte noch ein zweites Kopfstück oder besser gesagt, das ist das zweite Kopfstück. Und manchmal spiele ich auch mit diesem Kopfstück. Das war das ursprüngliche, das hatte einen Riss und ich weiß nicht wieso. Vielleicht, dass doch mal was damit passiert war, was ich nicht gemerkt habe. Und den Riss hat Ralf geklebt. Und die Blockflöte funktioniert einwandfrei. Also ich spiele manchmal mit dem Kopfstück, manchmal mit dem. Aber wenn so ein Riss geklebt ist, kann es rein theoretisch passieren, dass der Riss wieder aufgeht und die Blockflöte dann plötzlich nicht funktioniert. Also ich verwende sie auch im Konzert manchmal und hoffe dann, dass nichts passiert. Mir ist es einmal passiert mit einer Altblockflöte in tiefer Stimmung, dass die Blockflöte während des Spielens Peng gemacht hat und hier oben wirklich geplatzt war. Diese Blockflöte habe ich leider nicht mehr. Die hat mich während meines Grundstudiums begleitet. Da habe ich dann, das war meine erste Blockflöte in Barockstimmung und die war von Mollenhauer von, ja, und ebenfalls von Ralf Ehlert gebaut ist das gleiche Modell nach Denner in dieser dunklen Beizung. Das ist also auch Buchsbaumholz, dieses gelbliche Holz, genau wie die andere, die ich euch gerade gezeigt habe. Die ist bloß außen dunkel gebeizt, also innen ist sie gelb eigentlich. Und die gehört mir nicht, die gehört meiner ältesten Tochter. Die hat auch Blockflöte als Hauptfach studiert und ich darf diese Flöte leihen, weil sie im Moment nicht so viel spielt. Und die ist auch wunderschön und funktioniert auch in allem und ist eben wieder ganz anders als die andere. Beziehungsweise bei der anderen ist ja auch das zweite Kopfstück anders. Das hätte ich euch vielleicht noch vorher sagen sollen. Das ursprüngliche Kopfstück von dieser, das mit der klingt die Flöte anders als mit dem Kopfstück, was jetzt eben meistens drauf ist. Und zwar klingt diese, die klingt rauschiger und die hat mehr drumherum beim Ton sozusagen. Die klingt so ein bisschen
ja, ein bisschen rauer oder nein, das ist nicht das richtige Wort, so ein bisschen wilder. Und das kann absolut passend sein in manchen Stücken und das kann man dann sehr gut gezielt auch einsetzen. Also je nach Stück, je nach Zusammenspiel mit anderen Instrumenten und je nach Tonart auch, spiele ich ganz gern auf dieser, während die Hauptflöte, sag ich mal, das Hauptkopfstück, mit dem ich meistens spiele, beides hat. Das hat einen sehr, sehr schlanken, fokussierten Klang, kann aber auch rauschen. Und das ist das Tolle bei diesen richtig guten Flöten. Da kann man mit dem Klang sehr viel anstellen. Also ich kann hier mit viel Nebengeräusch und mit wenig spielen. Ich kann leise, ich kann laut, geht alles hier mit. Ja, und eben diese Altblockflöte, auch in tiefer Stimmung von meiner Tochter, die ist ein bisschen schlanker im Klang. Die kann nicht ganz so wild wie die andere, sage ich mal. Das ist ein komisches Wort, wild. Also die ist mehr für ein liebes, schönes C-Dur und kann aber auch alles. Es kommt auch auf den Spieler an, ja. Wenn meine Tochter da drauf spielt, dann denke ich, wow, die klingt wirklich mega. Und wenn ich selber spiele, fühle ich mich doch wohler mit diesen anderen beiden. Da kann ich mehr powern. Aber das ist alles Klagen auf hohem Niveau. Die ist auch super gut. Ich bin da sehr glücklich, dass ich die im Moment spielen darf. Dann habe ich noch eine Altblockflöte, ebenfalls in tiefer Stimmung. Klar, ich spiele in den Konzerten fast immer in tiefer Stimmung. Und dann reicht es nicht, wenn ich nur eine hätte oder sogar nur zwei. Jedenfalls bei mir reicht das nicht, weil ich dann einfach die Flöte auch nicht überstrapazieren will. Und ja, also diese ist von dem Flötenbauer Jean-Luc Boudreau aus Kanada. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Die hat so einen richtig schönen, weichen, runden Klang. Das Modell, nach dem die gebaut ist, ist DB. Also das ist meines Wissens ein belgischer Flötenbauer gewesen im 18. Jahrhundert. Und ich finde also den Klang zauberhaft. Die spricht in der Höhe auch super an, ist auch sauber gestimmt. Und die nehme ich vor allem gerne für französische Barockmusik. Die hat also von sich aus eigentlich wenig Nebengeräusch. Der Klang ist an sich schon rund. Man muss nicht viel tun bei dieser Flöte, damit die gut klingt. Ich habe nichts dagegen, viel tun zu müssen. Also mit den Elatflöten zum Beispiel kann ich richtig gut arbeiten. Da kann man am Ton ganz viel machen. Aber es ist eben manchmal auch schön, wenn der Ton einfach rund und voll ist und ich da nichts zu machen brauche. Und jetzt kommt mein absolutes Herzblatt hier. Was mich während meines ganzen Studiums in Holland und noch viele Jahre danach begleitet hat, diese Altblockflöte ebenfalls in tiefer Stimmung nach Stansby. Gebaut von Tim Cranmore aus England und das war schon 1990, als ich die gekauft habe. Ich habe die dem Tim Cranmore mal in Berlin gezeigt hier, als es noch die Berliner Tage für alte Musik gab, die ja leider eingestampft wurden. Das ist unheimlich schade. Da war er und das ist ja einige Jahre her, also ich denke mindestens 7, 8 Jahre her. Und da musste er laut lachen, weil er dieses Modell wohl wirklich nur vor Urzeiten gebaut hat. Die ist
so schön eigentlich. Also ich sag mal so, die hat mehr als 10 Jahre hat die bombig gespielt und die hatte den schönsten Klang, den ich je auf einer Blockflöte gehört habe. Also eine wahnsinnige Tiefe und in der Höhe erstmal schwierig, denkt man, aber ich bilde mir ein, dass ich sie durch Einspielen in der Höhe dressiert habe und dass sie, zumindest ich, konnte darauf oder kann darauf die schlanksten, schönsten, fokussiertesten hohen Töne spielen, die ich je auf einer Flöte rausbekommen habe. Und ich sage konnte, weil sie eben dann irgendwann, wie von heute auf morgen, zu Ende war, die Flöte. Also vielleicht haben Blockflöten tatsächlich nur eine begrenzte Lebensdauer und die wurde ja extrem genutzt und auch in der Zeit, wo ich nur eine Altblockflöte in tiefer Stimmung mir leisten konnte und nicht mehrere. Und ja, ihr seht ja, wie die aussieht. Also es hat mit dem Ölen zu tun und mit ich weiß nicht was, wie das eigentlich kommt. Übrigens hört ihr die auch auf meiner Intro. Dieses Stück, was ich am Anfang der Videos immer spiele, diese Bach-Sonate, die habe ich noch hier drauf gespielt. Das ist jetzt nicht so lange her. Also ich kann noch auf ihr spielen, aber nur ganz kurze Zeit. Nach einigen Minuten klingt sie eigentlich total verstopft und dann geht nichts mehr und dann ist auch die Ansprache schwierig. Aber diese Flöte hat mir eigentlich geholfen mit ihrem Klang, den sie hat und den man wahnsinnig gestalten und formen konnte, überhaupt diese Klangvorstellung zu entwickeln für das Blockflötespielen. Also unter anderem, ich habe mir natürlich auch Vorbilder gesucht und so, klar, aber auf dieser Flöte war so viel möglich, das war fast wie ein Wunder. Dann habe ich hier noch ein lustiges Teil. Das ist eine Altblockflöte in tiefer Stimmung, die ich aber nie spiele. Von Küng ist die. Die habe ich mal vor, ich weiß nicht, 100 Jahren geschenkt bekommen von einem Kommiliton. Der meinte, du kannst mit der Blockflöte nichts anfangen. Die hat keine Doppellöcher. Man kann sich hier Doppellöcher reinbohren lassen. Und dann kann man die mit Doppellöchern spielen. Aber ich fand es jetzt vom Klang her noch nie wirklich schön, deshalb habe ich da auch nichts mitgemacht. Die steht eigentlich nur rum. Dann kommen wir zu den Altblockflöten, den Hochbarock-Altblockflöten in hoher Stimmung oder auch in den 440 Hertz, in der modernen Stimmung. Da ist das A 440 Hertz und die benutze ich viel zum Unterrichten und auch wenn ich mal mit einem modernen Orchester spielen muss. Die ist Wunder über Wunder von Ralf Ehlert und ist auch eine super Allround-Flöte, spricht bei den hohen Tönen sehr leicht an und die sind sehr wirklich leicht und luftig und die klingt aber auch in allen Lagen schön. Dann habe ich noch eine Altblockflöte in hoher Stimmung, in moderner Stimmung aus Palisanderholz. Und die ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welcher Firma die ist. Ich glaube, das ist eine Marcias. Und ich habe die mal vor zig Jahren bei Frau Löbner gekauft in Bremen. Und die ist sehr durchdringend, also wenn man mit modernem Orchester spielen muss oder in der Kirche in hoher Stimmung, wo das eben gut weit klingen muss, da ist die super und die spricht super leicht an in den hohen Tönen. Ja, und dann kommt wieder die Töchterabteilung. Diese gehört auch meiner ältesten Tochter. Das ist eine Möck Stansby und die hat einen wahnsinnig schönen, warmen Klang. Sie ist in der Höhe nicht ganz leicht, also ihre Stärke ist wirklich hier die erste Oktave und da klingt sie bombig und rund und voll. In der Höhe braucht sie relativ viel Luft. Die muss man kennenlernen, muss wissen, wie man drauf spielen kann und die klingt einfach bezaubernd. Also wenn ich das jetzt nicht wüsste, dass das eine Fabriksflöte ist sozusagen, zum Großteil jedenfalls, dann würde ich das nicht hören, ehrlich gesagt.
hier eine schöne Möck-Rottenburg. Die hat meiner mittleren Tochter gehört und die hat darauf sehr viel gespielt als Kind und bis zum Abitur eigentlich. Und das sieht man auch, die ist schön benutzt. Und das ist eigentlich nur eine Ahornflöte oder ist es Birnbaum? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht ist es auch Birnbaum. Also eins, oh, ich sehe gerade, die muss mal repariert werden. Eins von den preiswerteren Hölzern, die im Vergleich zu Buchsbaum oder anderen Edelhölzern meist nicht so schön rund und warm klingen, aber die ist wirklich der Hammer. Also die klingt so schön und ich muss sagen, meine mittlere Tochter hatte auch einen mega schönen runden Ton. Sie spielt jetzt leider eigentlich nicht mehr, aber das war auf der Flöte also erstaunlich. Also wirklich mit Möck-Rottenburg kann man sehr guten Fang machen. Wenn man die in Ruhe ausprobiert und miteinander vergleicht, gut sind die alle, finde ich, aber die war besonders schön und die hat sich auch noch entwickelt im Klang. So, dann kommt jetzt die vorletzte. Das ist eine, wie ich immer sage, Schrulle. Die geht gar nicht mehr. Also die spielt eigentlich nicht mehr richtig. Ich glaube, die hat auch einen feinen Haarriss und die habe ich auch mal geschenkt bekommen oder super billig, also wirklich extrem billig, weil ich während oder zu Beginn meines Studiums kein Geld hatte für Flöten und da hatte ich so einen netten Kommilitonen, der auch selber Flöten verkauft hat und dran getüftelt und so, der hat mir die irgendwie vermacht. Die ist von Rössler, von der Firma Rössler und aus Palisander. Ich glaube, die Firma gibt es nicht mehr. Ich habe nie mehr gehört von Rösslerflöten. Vielleicht habt ihr ja auch Rösslerflöten zum Teil. Und für mich war das der absolute Traum, damals so ein Edelholz zu haben. Ich muss aber sagen, die war schon immer in der Höhe eigentlich eine Katastrophe. So, die letzte im Programm hier ist eine Kunststoffblockflöte. Die habe ich schon ewig lang. Ich glaube, das ist Aulos. Und wie ihr seht, ist die schon etwas vergilbt. Und die habe ich eigentlich früher viel eingesetzt während meines Studiums. Da habe ich viel moderne Musik gespielt, avantgardistische Musik. Nicht alle Blockflöten vertragen dann diese Klänge, die man darauf fabrizieren muss. Da war mir das doch ein bisschen zu heikel mit meinen Holzblockflöten. Und also zum Beispiel super laute, hohe Töne, so richtig volle Kanne reinblasen. Und da ist eine Kunststoffflöte schon gut zu haben. Ich leihe die auch manchmal Schülern, die ihre Blockflöte vergessen haben. Die kann man ja gut reinigen, kann man, glaube ich, sogar in die Spülmaschine stecken. Und ich muss sagen, die klingt gut und die spricht super an. Das Problem ist nur bei den Kunststoffflöten, dass die ziemlich schnell heiser werden. Also ich habe dafür noch keine wirkliche Lösung gefunden. Klar, es ist eine preiswerte Alternative, wenn man es sich nicht leisten kann. Ich wünschte, ich hätte so eine früher gehabt, als ich kein Geld hatte für eine Blockflöte, statt einer, damals hatte ich noch eine andere Schrulle erst, eine Möck-Rottenburg-Schrulle, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo die her war. Ich habe nie mehr so eine schlechte Rottenburg gespielt. Aber da habe ich die hohen Töne überhaupt nicht gekonnt und ich hätte mir gewünscht, ich hätte so eine gehabt, dann hätte das schon mal mein Leben erleichtert. Ja, das waren meine barocken Altblockflöten. Ich habe heute nur über diese Blockflöten erzählt, weil das sonst die Zeitdauer des Videos gesprengt hätte. Ich würde sagen, falls euch noch mehr von meinen Blockflöten interessiert, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich gerne noch 1, 2, 3, 4 weitere Videos dazu. Oder sagen wir mal erstmal eins, indem ich euch vielleicht mal die Ganassi-Flöten vorstelle, diese geraden. Oder Sopran oder ja, Tenor sieht schlecht aus bei mir, besitze ich nicht so viel. Aber eben auch die anderen, falls euch das interessiert. Und ich denke, heute wäre das zu viel gewesen in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt
nicht zu viel Uninteressantes erzählt. Das ist ja so ein bisschen anders als die Videos, die ich sonst mache, wo ich euch irgendwie konkrete Tipps geben kann zum Blockflötenspiel. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und verabschiede mich bis nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.